Ich mach Battle Rap. Ich bin mit Twizy und Kuchen und so. Das sind so Catfisher-Weiber, ne? Die nur so ein Selfie von ihrem Gesicht schicken und dann triffst du dich mit denen und dann sitzt du auf einmal das Dreifache von dem, was du erwartet hast. Das ist mir persönlich schon passiert auf jeden Fall, ja. Aber hast du durchgezogen? Ja. Am Anfang eines Infekts zu sagen, nein Leute, und du hattest eine Riesenreichweite zu der Zeit, ich gehe raus, das fand ich nicht geil. Da muss man eigentlich schon anfangen nachzudenken, ist das überhaupt noch richtiger Meinungsdiskurs so? Können wir in der Bevölkerung dann wirklich rausfinden, was hier gerade Phase ist, wenn uns nur eine Seite präsentiert wird? Oder? Du musst bewusst sein, wie gefährlich das ist, Digga, weißt du? Wenn du jetzt Warum Kinder, ist das gefährlich und irgendwie flache Erde und so nicht? Bruder, ist das eine ernste Frage? Und damit werden Kids beeinflusst, die sich eventuell dann geschlechtstechnisch verändern lassen und davon nicht mehr zurückkommen können. Das ist auch gefährlicher, als wenn Keanu sich hinsetzt und sagt, ich weiß nicht, was für eine Form die Erde hat. Ich würde mir wünschen, dass wir ganz normal über diese Themen reden können, ohne dass es unangenehm ist. Ich würde mir wünschen, dass jeder Bürger diese Themen auf dem Schirm hat. Ich würde mir wünschen, dass jeder Bürger in Deutschland das Kendler-Experiment kennt. Ich würde mir wünschen, dass jeder Deutsche weiß, was die Grünen vor nicht allzu langer Zeit gefordert haben. So. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Imp raidet mit einer Gruppe von 409 Personen. Was passiert hier, Digga? Oha, Digga, was macht der denn, der Cousin? Was macht der für ein Content? Sag, Imp ist der Beste. Nein, Bruder, aber Liebe geht auf jeden Fall raus an den Cousin, Digga. Wer ist Imp? Ich hab keine Ahnung, bruv. Ey, Imp, lass mal quatschen, Bro. Anna, ich danke dir für deine 200 Bits, Liebe geht raus. Talk it in, man, Alter, lass mal in Discord ein bisschen quatschen. Ich will dich kennenlernen. Danke für deinen Support, Liebe geht raus an dich. Die verarschen ein bisschen. Ja, normal, Digga, lass sie doch. Hört auf zu trollen, reicht. Nee, ist okay, Bro. Ich komm damit klar. Aber ich würde den Cousin gerne kennenlernen. Ich bin immer so, ich würde die Leute gerne kennenlernen. Schon wieder ein Raid. Die letzten 3 Tage wurden wir geradet von Leuten, ne? Von Gino, von Real Talk und jetzt von Imp. Feier ich, Digga. Die Community nährt sich mir langsam an, Digga. Die haben die Hemmungen verloren. Die Twitch-Community, Bro. Er ist cool. Willkommen mal drin, Bruder. Wo ist er? Yo. Yo, hi. Yo. What's up, man? Oha, seid ihr 2 oder was? Ja. Yeah. Ich küsse euer Herz. Wie geht's? Alles gut? Also, ja, wir haben gerade Battle Rap geguckt. Ich glaube, Cassius kennt dich auch oder so, ne? Cassius? Den Namen kenne ich, Bro. Ich mach Battle Rap. Ich bin mit Twizy und Kuchen und so. Ah, krass, Digga. Ja, safe. Ich war doch auch mal auf einer Veranstaltung bei euch. Ich habe auf deinen Talk mit Gregor und auf deinen Talk mit Jesus auch in letzter Zeit reagiert. Also ich weiß auf jeden Fall, wer du bist. Crazy, Alter. Was geht ab bei euch? Alles gut? Bei dir? Alles gut, Bro. Schön in Mexiko am Baumeln lassen. Mexiko, den Man. So, Bro. Ich küsse dein Herz, Digga. Krass, wie kommt's? Also habt ihr mich einfach mal so just for fun geradet, oder was? Ich habe dich neulich bei Mixtalk gesehen und ich kannte dich schon von vorher. Aber nur so stellenweise. Du guckst manchmal so verborgene Geheimnisse TV. Das gucke ich auch manchmal gern. Das fand ich witzig. Und du hast irgendwie damals hast du so ein Video gemacht im Treppenhaus, wo du gesagt hast, ich gehe immer raus, egal was die mir verbieten, ich gehe trotzdem raus. Das kenne ich. Und ich kenne noch ein Video, da hast du mit Keanu schon in der Shisha-Bar geredet und ihr habt diskutiert, welche Form die Erde hat. So. Das kenne ich. Was sagst du denn, Digga? Rund oder flach, Digga? Ich glaube dreieckig. Du musst sagen, weder noch, das ist der Meme. Ich glaube, es ist eine große Pyramide einfach. Okay, geil, Alter. Sympathisch auf jeden Fall. Was macht ihr so für Content? Ja, ich gucke mir den Scheiß an und quatsch dazwischen. Okay, so wie du quasi. Nur ich mache mich halt immer nur über alles lustig einfach. Was guckst du da so? Was mir da so die Community empfiehlt, was so reingespielt wird und dann schwurbel ich ein bisschen rum oder so. Aber du machst dann so, du guckst dann so Leute wie mich zum Beispiel und machst dich dann über die lustig quasi? Ja, also der dich jetzt im Stream nicht wirklich. Ah, okay. Ich glaube, du kamst mir ein Video vor, aber es ist schon lange her. Aber das ist so eher so der Vibe bei dir, dass du dir Sachen reinziehst, wo du einfach dich totlachst so, weil die irgendwelche Theorien aufstellen oder was auch immer so? Ja, ich stelle dann selber auch Theorien auf. Aber so auf doof, nicht auf ernst. Ja, mal so, ne? Und dann lasse ich die Zuschauer entscheiden, was es ist. Aber wir hatten gerade schon einen relativ ernsten Talk am Ende, finde ich. Ja. Was habt ihr denn so? Schon auch. Macht mal eine Theorie, also was gibt's denn so für Theorien in eurem Schädel so, wo ihr sagt, ey, Digga, das ist schon crazy und so? Ja, wo guck mal, sagen wir mal, eure eigenen Theorien aufgestellt habt, so ein bisschen so. Kennst du zum Beispiel Fatshaming? Ich glaube, da steckt die Zuckerindustrie dahinter. Hinter dem Fatshaming oder dass das nicht mehr gemacht wird? Nee, hinter Body Positivity, dass die sagen, nicht Fatshamen, lass die Leute dick sein. Ich glaube, da ist McDonald's und Zuckerindustrie dahinter und die supporten das. Meinst du echt? Ja, könnte sein, oder?
Also ich sag es auf jeden Fall jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ob du mich trollst oder nicht, ist jetzt schwierig bei euch rauszuhören, so, aber ist ja auch egal. Ich persönlich sage, dass ich das schon kritisch sehe, dass wir dieses Body Positivity auf so ein Level getrieben haben, dass wir halt Menschen, die offensichtlich ungesund und übergewichtig sind, sagen, dass es sexy ist und dass das geil ist, so, weißt du? Ich glaube, es treibt halt Jugendliche dazu, halt auch vielleicht in die Richtung zu tendieren und das ist halt einfach nicht gesund, Bruder, vom Gesundheitsaspekt her, so, weißt du? Das sehe ich schon kritisch, Bro. Ja. Kennst du diesen Clip von Piers Morgan? Es wird irgendwie gefragt, was kann man denn tun, um Gewicht zu verlieren? Und dann sagt Piers Morgan, eat less food, do more exercise. Und dann sitzen da so 4 Pommespanzer, Alter, und schießen sich direkt alle auf ihn ein und sagen, nein, das kannst du nicht sagen, bla bla bla. Da bin ich schon bei dir, da hast du schon recht. Ja, so, das ich ist... Find, wenn du 10 Kilo zu viel hast oder 10 Kilo zu wenig hast oder irgendwie große Ohren hast oder so oder dir ein Bein fehlt, irgendwas, dann Body Positivity it in. Aber wenn du, keine Ahnung, mit 200 Kilo rumrennst und dann erzählen willst, dass das gesund ist, da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, dass das nicht so cool ist. Safe, safe. Und da kommen wir ja hin, ne? Die haben ja richtig krasse so Models auch und so. Die sind ja jetzt teilweise, also was ich gesehen habe, teilweise auf Magazinen oder so Model-Wettbewerbe haben jetzt auch Frauen gewonnen, die offensichtlich übergewichtig sind, so, weißt du? Da habe ich auch eine Dokumentation mir reingezogen, dann haben dann richtige Models gesagt, also die hungern sich da runter auf was weiß ich wie viel Kilo und machen Sport jeden Tag, um irgendwie bei Victoria's Secret am Start zu sein und dann packen die irgend so eine, die offensichtlich übergewichtig ist und sich eigentlich gar nicht darum kümmert, dann auf dem Cover, so, weißt du? Das kann ich schon nachvollziehen. Ist dir auch mal aufgefallen, die ganzen Plus-Size-Model, die haben alle dünne Gesichter. Die haben nie so Doppelkinn oder so, so einen dünnen Kopf. Das sind so Catfisher-Weiber, ne? Die nur so ein Selfie von ihrem Gesicht schicken und dann triffst du dich mit denen und dann sitzt du auf einmal das Dreifache von dem, was du erwartet hast. Das ist mir persönlich schon passiert auf jeden Fall, ja. Aber hast du durchgezogen? Ja. Nice, geil. Ich bin jetzt aber auch nicht so abgeneigt, ne? Also ich bin so einer, also so die ein oder anderen Curves mal hier und da sind jetzt auch nicht verkehrt für mich. So. Ich sag dir for real, ich hab, wo ich dein Dings mit Gregor gesehen habe, ich gehe mit manchen Sachen, die du sagst, gar nicht d'accord, aber wo ich dein Ding mit Jesus gesehen habe, habe ich, ist no trolling, ganz ernst gemeint, habe ich gesagt, ey, guck mal, ich glaube, ihr habt beide Punkte und ihr habt auch beide Punkte, wo ihr Unsinn redet, aber am Ende des Tages versuchst du wenigstens Positivität zu verbreiten und Jesus ist den ganzen Tag nur davon zerfressen, andere Leute abzufacken. Und das Kompliment muss ich dir machen, das ist cool. Ich küsse dein Hälfte. Ja, auch cool, dass du dich traust, dir einfach was auszusprechen, weil ich weiß, wenn du in der Öffentlichkeit vor einer Kamera sitzt und du zweifelst irgendwie Gravitation an, dann weiß ich halt, es gibt übelst viele Leute, die sagen, Alter, ist der verrückt und du traust dich ja halt trotzdem, das finde ich schon cool. Ja, ne, es ist halt irgendwie so ein, ich habe mit Kianusch letztens gestreamt, ich bin sehr gut mit Kianusch und so, es ist so ein, keine Ahnung, es gibt so richtig Idioten, die nur Scheiße labern, du laberst auch manchmal Scheiße, aber ich glaube mit der richtigen Intention und du bist auch kein Idiot so, also ich finde es tatsächlich auf No-Trolling sympathisch, dass wir quatschen, ich feiere das. Danke euch auf jeden Fall. Ey, Mann, guck mal, wenn das auf so einer Ebene ist, Digga, dann habe ich auch voll Bock, mit Leuten zu reden, so, weißt du? Weil das ist, fühlt sich dann für mich so an, dass ihr, ja, ihr sagt zwar, dass ich die ein oder anderen Sachen sage, die ihr halt nicht fühlt und wo ihr sagt, okay, das ist Schwachsinn für mich, so. Trotzdem kann ich mit dem reden und kann auch sagen, dass er ein, zwei gute Punkte hat und dann ist es so respektvoll, weißt du? Und dann sage ich auch, es ist geil, wenn man miteinander redet, so. Wie du gesagt hast, ich mag halt nicht die Leute, die auf Krampf immer alles versuchen, in eine negative Richtung oder in eine lächerliche Richtung zu ziehen. Einfach nur, weil es der Mensch ist. Sag doch Jesus, Digga. Ja, ist so. Nee, aber das ist nicht nur Jesus, Bro. Ich meine, ich habe ja damit schon seit 3-4 Jahren so konfrontieren mich immer mehr Leute oder immer wieder Leute mit dieser Art von Content, so, weißt du? Es gibt immer wieder Leute, die dann einfach auf alle Videos von mir reagieren und da ist kein richtiges, ehrliches Interesse daran, wirklich vielleicht irgendwie was dazu zu sagen, sondern da geht's einfach nur um Trolling, so, weißt du? Und Trolling ist halt, Bro, das ist halt Mobbing, irgendwie, das kann ich halt nicht ernst nehmen, Mann. Deswegen mache ich auch keine Talks mit diesen Leuten. Jesus wollte die ganze Zeit mit mir einen Talk machen. California wollte auch die ganze Zeit mit mir einen Talk machen. Aber wenn ich nicht das Gefühl habe, dass die wirklich ehrlich mit mir reden wollen, dann macht es für mich keinen Sinn, so, weißt du? Marvin hat doch auch mit Trau kein Promi geredet und so, der wird aber mit dir reden, oder nicht? Ja, ich glaube, bei Marvin ändert sich gerade so ein bisschen. Der hat früher viel getrollt, so, weißt du? Aber ich glaube, bei ihm ist auch gerade so ein bisschen, keine Ahnung, der hat jetzt ein paar Mal angefragt für einen Talk und so, da bin ich echt am Überlegen, ob ich das machen soll. So. Der ist korrekt. Der wird auf Augenhöhe mit dir reden, 100%. Also der wird nicht da reingehen, um dich irgendwie nur die ganze Zeit wegzuroasten. So. Jesus ist halt ein sehr hasszerfressener Mensch, der in Sachen nur reingeht, um Negativität zu verbreiten, weil der denkt, das liegt sich. Der macht nichts anderes. Marvin ist cool. Auch wenn ich mal über wen einen Scherz mache oder so, ne? Also ich kritisiere auch mal wen, sag, ich sehe das anders, mach mal Witze oder so, aber ich würde mich never dafür einsetzen, dass du irgendwie gelöscht wirst oder so. Da wäre ich halt niemals dabei, so.
Findest du es dann trotzdem scheiße? Oder? Also wenn man so Scherze über dich macht, ich meine, du kannst über andere auch Scherze machen, kannst auch über mich Scherze machen, alles cool so, aber... Kommt drauf an, was ich würde nicht so in so ein Level gehen, dass ich sagen würde, es wird jetzt ernst, so ich will jetzt, dass der Konsequenzen hat, so halt Witze machen einfach. Oder ist yeah. Das, ist es kommt drauf, nee, es, für mich kommt es drauf an, in was für eine Richtung das geht, Digga. Bei den meisten Leuten, die das halt bei mir gemacht haben, die haben halt dann jeden Tag über monatelang ein Video hochgeladen und jedes einzelne Wort halt haben die genommen, um sich irgendwie lächerlich zu machen, so weißt du? Das sehe ich dann halt so. Solche Leute, das gucke ich mir gar nicht an, Digga. Weißt du? Wenn jetzt mal jemand am Rande über mich einen Joke macht oder sich mal irgendwas reinzieht und sich dann ein bisschen lustig macht und so, I don't give a fuck, Bro. Ich nehme mich doch selbst nicht hundertprozentig ernst. Weißt du? So. Ich gehe mittlerweile durchs Leben alles ein bisschen lockerer so. Auf easy, auf entspannt so. Weißt du? Ja. Aber das merkst du eigentlich auch, wenn du meine Videos reinziehst so. Ich bin halt auch oft so, dass ich sage, könnte sein eventuell, aber ich sag nicht, das ist jetzt so. Die Erde ist flach und Gravitation gibt's nicht und Mondlandung ist fake und so. Ich bin mir doch dessen bewusst, dass ich das selber nicht beweisen kann. Deswegen stelle ich Theorien auf oder stelle Sachen in den Raum, stelle Fragen. Aber ich sag ja nicht, das ist so, weißt du? Und deswegen, wenn du dich darüber lustig machst. Ja, ich habe halt ein Problem damit, wenn Leute dann, so wie KuchenTV ist ja auch ein Homie von euch, ne? Der hat irgendwann dann so ein Video gemacht, wo der gesagt hat, Leon Lovelock sagt, die Erde ist flach. Fun Fact, wir sitzen gerade im Büro von KuchenTV. Jetzt, wo wir sind. Aber er ist nicht hier. Aber so. Wir sitzen gerade genau hier. Der ist schon schlafen gegangen, der hat ein Kind. Krass. Nee, krass. Aber, ich das fand auch Lügen manches, halt. Was du... Was? Das ist halt eine Lüge, weißt du, wie ich meine? Der hat dann auf das Video reagiert, wo Keanu mir erzählt, warum er glaubt, warum er sagt, dass er die Form der Erde nicht kennt. Und der Titel heißt Leon Lovelock sagt, die Erde ist flach. Digga, das ist dann Lügen halt. Weißt du, das fühle ich nicht. Ja, Bro, aber das Kianosch ist ja noch? Der hat das doch auch inzwischen revidiert, oder? Was sagst du? Kianosch hat das inzwischen revidiert, oder? Er sagt das jetzt nicht mehr, oder? Ja. Genau. Okay. Aber du weißt doch, wie das Game läuft, Alter. Man ist, wenn man sagt, Leon Lovelock denkt darüber nach, ob die Erde vielleicht flach sein könnte. Es geht ja auch um Klicks, es geht ja auch um Zuschauer. Wenn so, Kuchen so ein Titel wird, man überspitzt ja bewusst. Nee, so, der sagt, Leon Lovelock glaubt, die Erde ist flach. Nicht, der denkt darüber nach. Ja, nee, ja, aber das meine ich ja. Aber das machst du ja, damit mehr Leute auf das Video klicken. So, ne? Das ist ja Boulevard-Strategie. Ja, das ist ja klar. Solche Leute nehme ich halt genauso ernst wie das ZDF, Digga, weißt du? So. Nee, aber das ist ja geil. Wenn du da mit Kuchen deinen Beef am Start hast, das ist ja super. So, naja, was heißt Beef, Bro? Ich lasse mich halt auf solche Sachen gar nicht richtig mehr ein heutzutage, weißt du? Damals schon, da bin ich auch ein bisschen emotional geworden, da hat mich das auch genervt, wenn Leute über mich geredet haben, aber mittlerweile ist es mir eigentlich egal. Ist mir Latte so. Wenn ich irgendwie sehe, dass das interessanter Content ist, darauf zu reagieren oder ein Video drüber zu machen, dann mache ich das so. Aber in den meisten Fällen kommt es gar nicht an mich ran, wenn Leute über mich reden, so, weißt du? Da habe ich Besseres zu tun. Zum Beispiel? Trainieren. Ja, trainieren zum Beispiel. Ist so. Nein, wirklich jetzt. Ich gehe gerne trainieren auf jeden Fall. Das mache ich gerne. Aber bevor ich mich hinsetze... Ist alles natural? Sei mir ehrlich, ist alles natural? Ja, 100% natural. Tschüss, auf jeden Fall. Digga. Wie viele Stunden die Woche verbringst du im Gym? Dreimal die Woche. Echt nur? Wie viele Stunden? Anderthalb, zwei Stunden so. Echt, das ist ja gar nicht so viel, aber du machst halt irgendwie krasse Übungen oder machst du schon lange oder so. Ne? Da muss man 15 angefangen haben, dass der Körper sich so drauf einstellt, ne? Und vegan, ne? Auch wichtig. Ach, du bist Veganer? Ja, auch vegan. Ja, ja. Geil. Was kann man Veganes so essen, wenn man Muskeln will? Du musst viel so Hülsenfrüchte essen und so, ne? Na, du musst erstmal gar nichts, Digga. Diese ganzen Mythen im Fitnessbereich, die sind auch, alles sind alles viele Sachen von den Sachen, die so gesagt werden, was man machen muss, sind eigentlich mehr Mythen, so, weißt du? Ja, aber du brauchst ja schon Proteine, ne? Ja, aber nicht so viel, wie die Leute denken, so. Okay. Weißt du, ich meine, die ganzen großen Tiere in der Tierwelt, Gorillas zum Beispiel, sind auch vegan unterwegs, die ernähren sich. Haben wir heute noch drüber geredet, lustigerweise, dass Gorillas Vegetarier sind. So, ernähren sich von Pflanzen. Veganer sogar, ne? Weißt du? Ich glaube, es gibt keine Tiere, die Vegetarier sind, also wenn die Tiere, also wenn schon dann ganz, es gibt ja, jetzt gut, kein stimmt. Tier, was irgendwie kein Käse so kein Tier anderes Tier ne? isst, ja, aber dann ein Ei isst oder so. Yeah. Nee, aber dafür auf jeden Fall Respekt, dass du als Veganer so aussiehst, wie du aussiehst, ist cool, Alter. Ich wünschte, ich hätte Disziplin. Dafür gibt es ja sogar noch ist eigentlich ein Shoutout. Ist so, ist Disziplin am Ende des Tages so. Ist halt wirklich Disziplin. Ich habe die ersten Jahre natürlich richtig hardcore Gas gegeben, ne? So die ersten Jahre habe ich nonstop im Gym verbracht, mehr oder weniger. Nein, neben dem Studium habe ich damals angefangen zu trainieren. Und da habe ich wirklich sehr viel reingesteckt. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass man gar nicht so viel braucht. Ich habe gemerkt, wenn ich zwischen jedem Tag Training einen Tag Pause mache, dann sehe ich sogar besser aus. Das macht auch Sinn, okay. Weil die Muskeln müssen ja irgendwie wachsen auch. Dein Körper braucht Regeneration so. Ja, aber du sollst dann nicht und so, ne? Nee, nee.
Ja, wir haben halt heute jeder zwei Bierdrinker drin, er gönnt sich gerade einen Rotwein, also das ist, glaube ich, auch scheiße für Muskelwachstum. Ja, ist der größte Feind, Digga. Also, es wird, aber ich bin auch jetzt keiner, der 100% kein Alkohol. Im letzten Jahr habe ich nur 4-5 Mal getrunken, aber so ab und zu mal ein Tequila, so ja, auf entspannt. Auf Tequila und Corona wahrscheinlich in Mexiko, ne? Wenn du da die Strandbars hast, wenn man sich mal hinreißen lässt, mal ein Tequila, mal ein Corona, so. Gib ihm. Aber bei mir ist meistens auf dem Rooftop. Mit einer Dame irgendwie, weißt du? Aber wohnst du jetzt fest in Mexiko? Ich bin jetzt hier seit 3 Jahren, eigentlich mehr oder weniger. Echt? Damals in der Corona-Zeit halt, ne? Du bist ja dann einfach vom Lockdown geflüchtet und hast gedacht, komm, fuck it, ich gehe nach Mexiko und jetzt ist geil, oder was? So, zwischendurch war ich mal wieder in Deutschland für ein paar Monate, aber ich bin wieder hergekommen. Ja. Nice. Also sagst du, halt Mexiko ist so deine Wahlheimat, ja? Kannst du Spanisch? Geht. Ich bin besser geworden, aber ich bin nicht 100%. Also ich habe jetzt erst eigentlich mein Englisch richtig krass auf Kette gebracht. Okay. So. Am Anfang war mein Englisch richtig trash und mittlerweile kann ich gute Konversationen auf Englisch führen, weil hier ist auch ein Touristengebiet, viele Amis da und mittlerweile kann ich richtig gut auf Englisch reden. Das ist so das erste Ding, was ich auf jeden Fall besser machen, also improven wollte für mich. Und jetzt langsam lerne ich auch ein bisschen Spanisch dazu, aber ich bin nicht perfekt. Spanisch fällt mir irgendwie viel schwerer. Also ich müsste mich wirklich hinsetzen, in eine School gehen oder so, irgendwie das richtig ernst nehmen, damit ich so die ersten Schritte in Richtung Spanisch mache, so, weißt du? Ja, aber ist doch geil, wenn du Englisch und Spanisch kannst, beides, so einigermaßen, wenn du verstehst, dann kriegst du viel mehr Informationen. Ich habe das so oft gemerkt, die Leute hier, die nur Deutsch können, die haben von vielen Dingen, die auf der Welt passieren, gar nicht so den Blick im Vergleich zu den Leuten, die Englisch können und die sich auch englischsprachige Videos angucken können. Ich gucke mittlerweile nur noch, das ist auch eigentlich so mit der Hauptgrund, warum mein Englisch so gut geworden ist, dass ich mittlerweile nur noch englischen Content gucke. So. Was guckst du so? Wie meinst du? Was für Leute? Ja, kannst du was empfehlen? Joe Rogan ziehe ich mir gern rein. Oh ja, guck ich auch gern. Ja, die Interviews, das mit Cat Williams ist wild, Alter. Da werdet ihr euch, also gerade, weil ihr seid ja auch zwei miese Verschwörungsschwurbler, so wie ich das raushöre. Also ich gucke mir das alles gerne an. Ich habe mich bei dir gefragt, du glaubst ja auch manche Sachen, die die Mehrheit nicht glaubt, aber auch nicht alles, ne? Was hast du so Momente, wenn du... Ja, du hast da jetzt halt irgendwie mit Kiamisch mit der Form der Erde und dann hast du irgendwie verborgene Geheimnisse geguckt, auch Top-Empfehlung. Also ich gucke den Kanal halt als Comedy und für dich ist es eine Doku, aber ist okay. Aber du hast da ja auch dann irgendwie... Ich weiß noch, irgendwas hast du geguckt mit den Pyramiden, wo dann so ein Mann irgendwie hat Granitblöcke schweben lassen und du hast da so gesessen und gesagt, tschüss, Alter, Sachen gibt's. Und das ist irgendwie so. Bro, das ist aber aus dem Kontext, Digga, ich schwör auf alles, Bro. Das ist aus dem Kontext, Digi. Echt, was hast du gesagt? Du hast auf jeden Fall... Wenn du das ganze, Video guckst, dann siehst du, dass ich auf jeden Fall immer sage, so, ich weiß nicht und so, krass, dies, das, bla. Ja, ich sag vielleicht mal krass und ich stell mir dann so vor, als ob das real wäre. Ja. Aber ich mache eigentlich immer ganz klar, dass ich nicht weiß, ob das wirklich real ist, Digga, weißt du? Also ich bin schon sehr... Du machst einfach quasi gerne diesen Deep Dive da rein und stellst dir vor, wie es wäre, wenn es das gibt. Genau. Und das kommt dann, auch so rüber. Also man könnte auf jeden Fall Clips... Machst du auch? Man könnte auf jeden Fall... Ich glaube hart an Präastronautik, Alter. Ich glaube hart an Präastronautik. Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich finde es geil zu glauben, dass Aliens in Ägypten waren. Ich finde es geil. Weil ich glaube nicht, dass 4 Hubschrauber-Hieroglyphen nebeneinander sind und das ist ein Zufall durch der Gesteinsverkalkung. Ich glaube an Präastronauten. Ich glaube, es ist alles so lange her, dass wir nicht ganz sicher sein können, aber ich kann es dir auch nicht, das Gegenteil beweisen. Bro, ich sag ja, wie... Bruder Hetz, in jedem von uns steckt ein kleiner Schwurbler, Digga. Das könnt ihr nicht verneinen. Jeder von uns beschäftigt sich gerne mal mit Sachen, die eventuell für andere Leute verrückt werden. So. Das Problem ist nur... Ja, wenn wir uns erzählen, Jeffrey Epstein hat sich selbst gekillt, come on, Alter, glaubt doch keiner. So, Bruder, hättest du vor 10 Jahren erzählt, Hättest du vor einer gewissen Zeit erzählt, dass es überhaupt so eine Insel gibt? Ja. Wo prominente Politiker abhängen, dies, das, wo überall Kameras hängen und wo Minderjährige eingeladen werden und so, dann wärst du ein mieser rechter Verschwörungsnazi gewesen. Ey, aber ich hätte das geglaubt. Darf ich eine Sache sagen, die ein bisschen kritisch ist, Leon? Ja, hau rein, Bruder, auf jeden Fall. Weil ich sehe diesen ganzen Film mit Verschwörungstheorien und Präastronautik und Pyramiden und so, da sehe ich erstmal überhaupt kein Problem drin, weil Leute gucken das und es hat keinen Einfluss auf das Leben dieser Leute, wenn die das gucken. Ja. So. Ich habe selber Corona, mein Vater ist im Gesundheitswesen, ich habe jemanden an Corona verloren. Wie, du hattest? Nee, ich habe... Du hast jetzt gerade, du sagst mir das nicht. Was? Du hast gerade Corona? Komm, lass ihn mal ausreden jetzt. Ich habe meinen Vater im Gesundheitswesen, habe ich gesagt. Okay. Und ich finde, das Video, was du damals gemacht hast, schau mal, ich war selber in der Gastronomie, ne? Ja. Yeah. Und uns wurde immer gesagt, in 2 Wochen können wir wieder aufmachen. Nein, wir machen doch zu. Regierung war überfordert, müssen wir gar nicht reden. Die wussten nicht genau, wie die damit umgehen sollen, müssen wir gar nicht drüber reden. Yeah. Aber am Anfang so eines Infekts,
egal ob es sich am Ende als richtig oder falsch herausstellt, darüber müssen wir gar nicht reden, am Anfang eines Infekts zu sagen, nein Leute, und du hattest eine Riesenreichweite zu der Zeit, ich gehe raus, ihr solltet auch rausgehen, finde ich als jemand, der Tod durch Corona erlebt hat, etwas verantwortungslos, weil egal ob es stimmt oder nicht, bist du halt kein Arzt und es könnte halt tatsächlich sein, dass du damit vielleicht jemanden dazu gebracht hast, unfreiwillig jemanden anzustecken, der 20 ist, dem es nicht gefährlich wird, der sich dann aber denkt, nee, der Leon hat gesagt, das ist nicht so schlimm, seine Oma im Altersheim besuchen geht und die hat dann einen Herzfehler. Das fand ich nicht geil. Okay. Ja, und ich finde auch, Maßnahmen kritisieren kann man voll machen. Also bin ich auch dabei, wenn die irgendwie sagen, 10 Uhr abends Ausgangssperre, denke ich, was für eine scheiß Maßnahme, aber die, ich glaube schon, dass die Krankheit gibt. Kannst du das nachvollziehen? Ich sag nicht, du bist ein Arschloch oder ein Schwurbler oder was auch immer. Ich bin kein Jesus, der sagt alles für den Arsch. Bro, ich sag mal so, in erster Linie akzeptiere ich, dass jeder seine Meinung hat so. Und ich respektiere und akzeptiere auch deine Meinung zu der Sache so. Ich habe natürlich eine andere Perspektive darauf so ein bisschen, aber ich akzeptiere, dass du das so siehst, so, weißt du? Mhm. Weil ich persönlich, wenn du jetzt sagst, ich könnte dafür verantwortlich gewesen sein, dass jemand sich ansteckt und dann stirbt, so, ne? Ich persönlich sehe das so, dass ich auch eventuell dafür verantwortlich gewesen bin, dass jemand sich nicht impfen lässt und nicht stirbt. Aber du kannst ja auch Beiflach halten und weder noch, also du musst ja gar nicht sagen, geht euch impfen oder geht euch nicht impfen. Du kannst ja auch sagen, Bro, ich weiß es nicht, frag einen Arzt. Ob man, den Ärzten, die in der Öffentlichkeit so nur präsentiert wurden, halt komplett vertrauen kann, ist halt die andere Sache. Ich habe dann, was ich gemacht habe, ist dann einem Herrn wie Dr. Wolfgang Wodak eine Plattform gegeben, dass er erzählt so. Oder so, ne? Ja. Weißt du? Ja, ich habe den halt erzählen lassen. Ne? So. Nee, es gibt nicht nur die beiden. Der ist, glaube ich, der glaubt an die Krankheit, aber der kritisiert die Maßnahmen und der ist so. Der ist so Mittelfeld unterwegs quasi, so, weißt du? Aber ey, Bro, wie gesagt, ich verstehe, dass du das so siehst. Ich persönlich habe auch jemanden verloren durch diese Zeit, so, weißt du? Deswegen kann ich auch verstehen, wie du das siehst. Ich sehe das halt ein bisschen anders so. Gerade bei den Sachen, die jetzt aktuell rauskommen. Und ja, das konnte ich damals noch nicht wissen, da stimme ich dir zu. Ich habe halt einfach auf mein Gefühl gehört. Man kann jetzt im Nachhinein sagen, ich habe ja vorhin habe ich auch auf ein Video reagiert, was diese Zeit betrifft. Und da habe ich auch selbst gesagt, dass ich wahrscheinlich heute das so in der Form nicht mehr machen würde. Gut. Alleine die Art und Weise. Ich bin halt viel, viel zu ruhig geworden dafür. Ich habe meine Emotionen viel zu krass unter Kontrolle, dass ich jetzt da so krass ausrasten würde oder so ein bisschen so übertrieben sein würde, wie ich das da in dem Video war. Aber nichtsdestotrotz. Ich denke mal, stell dir mal vor, jetzt würden die RKI-Dokumente rauskommen, die quasi konträr zu den schwarzen Balken. So, die sagen würden, ey nein, es waren alle Maßnahmen gerechtfertigt und ganz viele Leute sind durch Corona gestorben. Ja, dann habe ich einen Fehler gemacht. Es spielt ja eine Rolle, was die RKI-Dokumente jetzt sagen. Du hast am Anfang damit, dass du als Unausgebildeter quasi da eine Empfehung aussprichst, meiner Meinung nach einen Fehler gemacht. Guck mal, das Ding will ist... ich dir gar nicht anjudgen. Nee, alles gut, alles gut. Lass mich, dir, aber das möchte ich nur sagen. Lass mich kurz dazu was sagen, weil ich verstehe deine Ansicht, ich verstehe deine Sicht der Dinge so, weißt du, wie ich meine? Aber was ich auch glaube ist, und das hört sich jetzt für euch wahrscheinlich ein bisschen crazy an so, aber ich kenne einige Leute auch aus meiner Familie, die von Anfang an einfach ein Gefühl hatten. So, und da könnte man jetzt sagen so, ja, Bro, deine Gefühle sind scheißegal, wenn der Wissenschaftler so und so und so sagt so. Weißt aber du? Was ist, wenn ich ein gegenteiliges Gefühl habe? Dann folg doch also, den Maßnahmen. Das ist doch dein Bier dann, weißt du? Aber wenn ich aber ein Gefühl habe, dass hier irgendwas Falsches läuft, dann kann ich das auf meinem YouTube-Kanal auch äußern. Ja, aber bei Wissenschaft macht man das ja so, beide Leute haben ein Gefühl und dann probiert man aus, welches Gefühl valider ist. Ne? Dann machst du irgendwelche Tests und sagst, okay, du hattest recht oder ich hatte recht. Aber es wurden halt nicht Wissenschaftler aus beiden Lagern präsentiert in der Öffentlichkeit. Ja, okay. Wenn du ein Wissenschaftler warst, der kritisch gegenüber den Maßnahmen und kritisch gegenüber der Zeit einfach war und gegenüber der Impfung, dann wurdest du ausgeladen. Dann warst du ein Schwurbler, dann warst du ein Rechter, klar. Dann warst du ein Nazi, Digga, und hast keine Plattform mehr bekommen. Und da muss man eigentlich schon anfangen nachzudenken, ist das überhaupt noch richtiger Meinungsdiskurs so? Können wir in der Bevölkerung dann wirklich rausfinden, was hier gerade Phase ist, wenn uns nur eine Seite präsentiert wird? So. Nee, ich will ja beide Seiten präsentiert haben. Ich will ja auch, dass du hier weiter streamen kannst und ich will auch, dass ein Daniele Ganser weiter Videos machen kann und ich gucke mir dann beide Seiten an, alles cool. Und bildest dir deine eigene Meinung, Bro. Ja, ich höre mir das doch gern mal an, aber ich finde es halt schon auch okay, wenn man dann auch sagt, okay, bei ZDF läuft scheiße, aber Ken Jebsen redet auch mal scheiße, dass man irgendwie so seinen Weg dazwischen findet und beides irgendwie kritisch hinterfragt. Safe, Bro. Safe. Also wenn du mich wirklich verfolgst, sage ich dir ehrlich, ne, ich sag das hier auch regelmäßig im Chat, dass ich, weil ich sehe auch einige Leute in meiner Community, wo ich das Gefühl habe, die sind ein bisschen zu tief drin, ne? Ich wollte dir gerade fragen, wenn du so Joe Rogan oder so guckst und da ist irgendwie Eddie Bravo zu Gast oder Alex Jones, hast du so Momente, wo du dann sagst,
Wow, das ist mir auch zu deep, Alter, der Mann redet Schwachsinn. Digga, was heißt Schwachsinn? Guck mal, ich bin so einer, wenn ich mir Eddie Bravo und Joe Rogan reinziehe, so, ne? Das entertaint mich. Ja, mich auch, ja. Ich find das geil, Digga. So, ich bin dann eher so auf Joe Rogans Seite, mehr oder weniger so, ne? Aber ich find's trotzdem geil, dass der Eddie Bravo da Plattform bekommt und sein was er denkt und fühlt, ja, da einfach vom einfach rauslassen kann, so. Weißt du? Lass ihn doch rauslassen, Bro. Was ist daran so gefährlich? Warum muss man Keanu canceln, wenn der sagt, ey, ich weiß nicht, was die Erde für eine Form hat, so? Ja, das ist scheißegal, Alter. Ob der jetzt an die flache Erde glaubt oder nicht, das hat ja wahrscheinlich wenig Folgen. Keiner cancelt Keanu, ganz kurz. Keanu ist Bro, Shoutout Keanu. Keanu ist ein super Typ, Alter. Ja, aber der hat Probleme damit gehabt. Der hat Probleme da gehabt, so. Und unter anderem wegen eurem Homie Kuchen TV, weil der diese Videos ausgepackt hat, 2 Jahre nachdem die Videos gedreht wurden, uns zu diffamieren. So. Bruder hat da wirklich finanzielle Auswirkungen, weil er einfach sich in der Öffentlichkeit hingesetzt hat und ein paar Sachen kritisch hinterfragt hat. So. Und seitdem gibt es keine Leute mehr, die überhaupt noch über solche Sachen reden aus der Szene. Ist euch das mal aufgefallen? Aber wenn du ein Typ bist und wenn du ein Mann bist, dann musst du halt mit Sachen, die dir in der Öffentlichkeit vorgeworfen werden, auch öffentlich klarkommen. So. Du musst wissen, wenn ich das öffentlich sage, gibt es Leute, die mich dafür kritisieren werden. Und das gehört dann auch zu diesem Öffentlichkeitsleben dazu, dass du das dann stehen kannst, wenn dich Leute dafür kritisieren. Oder ist doch alles gut, ist ja alles gut, wenn Leute kritisieren und so, ne? Aber wenn das wirklich also es geht ja wirklich ganz tief bis in die Labelstrukturen, bis überall rein, dass die Leute nicht mehr mit dir arbeiten wollen und diese ganze. Ich finde das übertrieben, Bro. Ja, das scheiße. Bruder, Joe Rogan. Aber das stimmt ja bei Keanu nicht. Keanu war damals mit Pierre gesigned und Pierre hat Keanu die ganze Zeit nur. Ja, Bruder, guck mal, in welchen Playlisten Keanu vor diesem Interview war und in welchen Playlisten Keanu danach war. Ja, ja gut, das kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen. Oder so gestartet. Das kann man nachvollziehen, das hat er selber gepostet. So. Ja, aber vielleicht ist die Musik auch immer schlechter geworden. Nee, das stimmt schon. Keanu ist immer Top 10 gechartet und danach 80 gechartet. Digga, aber ist der Überträger das Problem oder dass er das gesagt hat, obwohl er weiß, dass er in der Öffentlichkeit nicht gut klarkommt? So, Keanu hat halt ein paar Verkäufer eingetauscht, dafür seine Meinung zu sagen. So, aber ich finde es halt grundsätzlich nicht okay, dass du wegen deiner Meinung quasi dann so krasse, also was heißt nicht okay, Bruder, Business ist Business, es läuft, wie es läuft, ich will mich nicht hier hinsetzen und rumheulen so. Ich sehe halt aber in Amerika zum Beispiel, wenn so ein Joe Rogan mit Eddie Bravo so einen Talk macht, dann bleibt es der größte Podcast der Welt, so. Ja, aber es gibt viele, die den absägen wollen, du hast ja mitbekommen, jetzt der Spotify aber die kriegen es nicht hin. Haben ganz viele Musiker ihre Mucke da runtergenommen und gesagt, wir boykottieren jetzt Spotify und so weiter, es gibt schon diese Versuche bei denen auch. Es gibt die Versuche, aber es funktioniert nicht, weil es zu viele Leute gibt, die für freie Meinung stehen. Ja, nee, hey, Joe Rogan ist halt riesig groß. Bei Julian Reichelt, News wird auch nicht offline genommen oder aber so. Ich glaub, der hat halt eine gewisse Größe, aber bei uns kann man das machen. Wenn wir hier bei Twitch für 200, 300 Leute streamen, dann gibt's da irgendwie Massenmeldungen und so einen Scheißdreck. Joe Rogan ist halt in einer anderen Liga. Der ist so weit oben, den kriegst du nicht weg. Genauso wie du halt... Genauso wie du halt einen Reichelt nicht wegkriegst. Ich glaube, das liegt aber auch am Land. Cancel Culture trifft immer die kleinen Leute. Ich glaube, das liegt aber auch am Land, Digga. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, Amerika, die Leute haben eh mehr so das Bedürfnis danach, das, was die denken, aussprechen zu dürfen. Diese Cancel Culture funktioniert da auch, aber nicht so extrem. Weißt du, wenn so ein Joe Rogan versucht wird zu canceln, dann kommen die Leute, die mit ihm mal Interviews geführt haben und die wissen, was das für ein Mann ist, Digga, kommen dann alle nach vorne und sagen, shut the fuck up, so, wir gehen weiterhin zu dem, wir reden weiter mit ihm. In Deutschland ist es so, du wirst einfach rechts runter fallen gelassen, so. I don't give a fuck, Bro, es geht um mich und mein Brot, ich scheiß auf Freedom of Speech. Das juckt in Deutschland nicht mal wirklich Leute, das Freedom of Speech-Thema, so. Wenn ich mein Geld machen kann, dann mache ich mein Geld. Alles andere ist mir scheißegal so. Aber ich finde halt, dass wir schon alle als Creator generell, egal ob wir der gleichen Meinung sind oder nicht, dafür einstehen sollten, dass man seine Meinung äußern darf in der Öffentlichkeit, ohne dass man dafür gecancelt wird oder irgendwelche krassen Auswirkungen hat. Ich finde, Freedom of Speech ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache so. Aber ist das nicht zu leicht, Alter? Stell dir mal vor, deine Meinung ist, es gibt zum Beispiel, dann darfst du dir auch nicht einfach äußern. Oder siehst du das anders? Wenn das deine Meinung ist, dann sag, wie du es denkst. Ja, das sehe ich anders, Alter. So, ich wenn glaub, einer zu Menschen sind alle Kacke, sollte das erlaubt sein oder nicht? Nein, das sollte nicht erlaubt sein. Für mich sollte das erlaubt sein, sag ich dir ehrlich. Da clashen wir halt aufeinander, wenn du Sachen hast, die so in der Hinsicht nicht cool sind, Alter, wenn du sagst, weiß ich nicht. Ja, Schule aber Bro, Schule sollten alle verbrannt werden. Oder Nein, stopp, da bin ich raus. Da bin ich raus. Also wenn Kuchen TV statt Leonardo glaubt an die flache Erde gesagt, Menschen sind alle Kacke, hättest du besser gefunden, oder was? Es geht nicht darum, wie ich mich fühle dabei, Digga, weil es geht darum, dass der seine Meinung äußern darf, ohne damit zu rechnen, dass er irgendwelche Konsequenzen hat, so rechtliche Konsequenzen so. Wenn er aber zu Gewalttaten aufruft und sagt, dass Schwule alle gesteinigt werden sollen, dann ist es ganz klar gegen das deutsche Recht so.
Darf man nicht machen. Okay, verstehe. Darf keiner machen. Sobald, solange aber, es nicht. Aber wenn du solange sagst, du nicht zu Strafmaßnahmen verstoßen, dann geht's klar, oder was? Weil das ist ja auch eine Straftat in dem Fall gewesen. Was ist eine Straftat? Als du gesagt hast, nee, wenn die Regierung sagt, wir sollen nicht rausgehen, dann lass uns alle rausgehen, ist ja in dem Fall auch eine Straftat. Nein, ich habe gesagt, wenn die sagen, bleib zu Hause, dann gehe ich raus. Ich habe für mich geredet. Hast du ja gemacht, bist ja richtig weit rausgegangen, bist in Mexiko jetzt. So, ich bin auch rausgegangen, während wir Ausgangssperre hatten nach 19 Uhr. Ja, ich fuck, auch. Bro. Ich lass mir das von denen noch nicht sagen, Digga, was ist los mit euch? Aber am Ende des Tages... Ich wollte negativen Vibes einbringen, ich wollte nur mal ein bisschen Spice in die Sache bringen. Ich finde die Vibes richtig geil. Ich will nur damit sagen, dass ich glaube, dass es für eine Gesellschaft gesünder ist, wenn Leute ihre Meinung sagen dürfen. Weil, wenn die eine abgefuckte Meinung haben, gibt es genug Leute, die dann sagen, ey, deine Meinung ist nicht richtig, und dann diskutiert man darüber. Wenn wir es verbieten, dass Menschen überhaupt ihre Meinung sagen dürfen, dann kommen wir gar keinen Diskurs mehr rein. So, und ja, Digga, ich find's auch nicht geil, dass es Nazis gibt, die sagen, ey, so und so Leute sind scheiße, wir fühlen die nicht, dies, das, blablabla. Ja, okay, aber trotzdem würde ich mit dem noch reden. Ich würde sagen, Bro, lass mal ein Gespräch führen. Vielleicht kann ich jemand sein, der ihn dazu anregt, schwarze Menschen nicht mehr zu hassen. So. Aber wenn er das gar nicht ausspricht, sondern nur in seinem Kopf behält und wir das gar nicht richtig mitbekommen, können wir auch nicht mit denen reden. So. Meinst du wie Daryl Davis, oder? Weiß. Wer? Fiktives Beispiel. Kennst du nicht? Wer? Daryl Davis, der hat auch schon bei Joe Rogan gesessen. Das ist ein Schwarzer, der in Amerika in Ku Klux Klan eingetreten ist und dafür krass gesorgt hat, dass sich manche Clans aufgelöst haben. Das ist krass. Kannst du dir mal anhören, das ist ein interessantes Interview. Wir haben auch eine lesbische Parteiführung von der AfD, Alter. Das ja, kannst so du auch nicht aussehen. Oder diesen Hommelb oder wie der heißt, der bei der AfD ist, auch ein Schwarzer. Hast du geguckt bei Boogie und Bela Schmidt-Steiger? Bruder, hab ich mir zweimal reingezogen. Digga, der ist der krasse. Jesus hat auch gesagt, Twizzy ist wie dieser Schwarze von der AfD. Weil Twizzy mit Kuchen-TV befreundet ist, meinte der, du bist dieser Schwarze von der AfD. Jay ist aber sowieso ein anderes Thema. Aber Leon, Interessensfrage, wo zieht man die Grenze? Wenn man sagt, Meinungsäußerung cool, aber wenn man jetzt Holocaust leugnet oder sagt, Schule gehören gesteinigt oder so, wo ziehst du die Grenze? Also Gewalt. Wer zieht die Grenze, bis wann darf man was sagen und bis wann nicht? Ich sag, man soll alles sagen dürfen, außer wenn es zu Gewalttaten aufruft. So. Aber was ist, wenn es indirekt zu Gewalttaten aufruft? Wenn beispielsweise ein Alex Jones in seiner Sendung sitzt und mit Pizzagate oder mit Sandy Hook halt irgendwelche Theorien aufstellt, was jemand sieht, wo der richtig sauer wird und denkt, Alter, was machen die in dieser Pizzabude? Ich gehe da jetzt hin und regel das. Und am Ende kommt raus, hat irgendwie doch nicht so ganz gestimmt, aber da ist halt irgendein Verrückter, der das geguckt hat, in die Pizzabude gegangen und hat um sich geschossen. Oder bei Sandy Hook, da wurden ja... Hast du mitbekommen, Sandy Hook, Amoklauf, hat Alex Jones gesagt, die Leute, die da im Fernsehen weinen, die haben gar keine Angehörigen, das sind alles Schauspieler. Und dann wurden gesagt, halt die Eltern von den Kindern wurden halt angegriffen, weil man gesagt hat, die lügt uns alle an. Und das waren halt Leute, die um ihr Kind getrauert haben. Ja. Er ist zurückgerudert, ne? Da gibt es ja diese heftige Gerichtsfrage. Ja, gut, aber dann der ist wurde es halt zu spät, ne? Weißt Milliarden du, er verklagt oder so, ne? Ja, er rudert dann zurück, aber dann ist das ja schon passiert. Ja, ey, Digga, meiner Meinung nach soll es auf jeden Fall Grenzen geben. Vor allen Dingen, wenn es ums Thema Gewalt geht, so. Aber wie die Grenzen genau gezeichnet werden, da bin ich jetzt auch kein Experte, so, weißt du? Aber das ist ja genau die relevante Frage. Guck mal, deine Meinung, ich sag Gewalt. Ims Meinung, aber man muss halt hingehen und sagen, okay, wir müssen eine Person bestimmen, die Grenze jetzt zieht. Und das darf ich nicht sein, das darf Imp nicht sein und das darfst du nicht sein. Die große Frage ist ja, wer ist die Person, die Grenze zieht? Das ist ja genau glaube, die größte Kanye Schwierigkeit. West. Kanye West? Kanye West sollte die Grenze ziehen. Was sagt ihr denn dazu? Sollte das verboten sein, was Kanye West erzählt hat? Ja, also das, was er bei Alex Jones erzählt hat, genau, wo er diese Kapuze angehabt hat. Keine Ahnung, Mann. Das ist halt die Frage. So, du sollte das verboten sein? Du hast Relativierung auf Fettnäpfchen offen. Also ich fand auf jeden Fall sehr witzig, als er dieses Netz und diesen Orangensaft ausgepackt hat. Netanyahu. Und Theater gespielt hat. Das war sehr lustig. Bruder, ich hab mir das 8-mal hintereinander reingezogen. Ich hab mich totgelacht, Bro. Oh, ja, ey, Bro, ich weiß es nicht. Also ich kann dir nicht genau sagen, aber meine persönliche Meinung ist, wenn du zu Gewalttaten aufrufst auf irgendeine Art und Weise, dann sollte das verboten sein. So. Aber alles andere, guck mal, die Leute müssen mal wieder abkönnen, dass andere Menschen eine andere Meinung haben. So. Und wenn jetzt einer der Meinung ist, es gibt nur zwei Geschlechter, Digga, heute wurde dieses neue Selbstbestimmungsgesetz ja durch den Bundestag durchgejagt. So. Und jetzt in Zukunft, wenn du Leute misgenderst, kannst du bis zu auf 10.000 Euro verklagt werden. So. Ist das so? Ja, also das soll Teil von diesem Selbstbestimmungsgesetz sein. Das heißt aber nicht, soll dass das Teil von diesem Selbstbestimmungsgesetz sein oder ist nee, das Fakt, was du gerade ja, und halt auch bis zu, das heißt jetzt nicht bis zu, Mal, nee, ne? Das ist nicht safe, weißt du, das wird dann natürlich vor Gericht entschieden, also du kannst auf jeden Fall erstmal jemanden verklagen, wenn er dich misgendert und dann wird vor Gericht entschieden, inwiefern es eine Beleidigung war, bla bla bla, kann aber dann dazu kommen, dass du eine Strafe zahlen musst, so, weißt du, und da bin ich halt einer, wenn ich sage, guck mal, wenn ich jetzt transgender bin, ich fühle mich jetzt,
Ich sag, oder ich identifiziere mich als Wasserflasche. So. Und einer will aber sagen unbedingt, dass ich ein Mann bin. So. Dann ist das seine persönliche Meinung. Der glaubt daran, dass es nur zwei Geschlechter gibt. So. Ich weiß, das ist sein Freedom, das ist seine Freiheit, sein Recht zu denken, dass es nur zwei Geschlechter gibt. So. Und wenn jemand sich davon getriggert fühlt oder irgendwie emotional wird oder ja, irgendwie sich angegriffen fühlt, dann ist es sein Problem und nicht von dem, der die Meinung hat, dass es nur zwei Geschlechter gibt, oder nicht? Ja, Diversity im Kopf, ne? Ist nicht das große Problem eigentlich die Leute, weil Geschlechtsdysphorie ist ja etwas, was nachweisbar ist, auch neuronal nachweisbar ist. Das ist ja wissenschaftlich belegt, dass man das sogar biologisch messen kann. Sind nicht das größte Problem eigentlich die Leute, die auf diesen Zug springen und sagen, ja, ich bin jetzt auch Transgender, ich möchte mich als Frau identifizieren, weil die erweisen den Leuten, die Geschlechtsdysphorie wirklich haben und diesen Leidensweg gehen und sich transitionieren lassen und diese ganzen Operationen machen, den größten Bärendienst, weil keiner es mehr ernst nimmt. Ich habe einen heiden Respekt vor jedem, der im falschen Körper geboren ist und diesen Leidensweg auf sich nimmt, sich in den richtigen transitionieren zu lassen. Ja. So. Und das muss man meiner Meinung nach definitiv klarstellen, dass da ein Respekt gebührt und dass das eine, dass es keine coole Sache ist. Weil viele Leute stellen das als coole Sache da, ja, ich bin so divers und ich bin so anders. Aber Leute, das ist, Trend haben, geworden. Das ist nicht cool, das ist schlimm. Ja. Das ist schlimm für die. Es gibt Leute, die wirklich darunter leiden, so. Ich habe gestern mit jemandem geredet. Und den muss man Respekt geben, Leon. So, ich hoffe, da bist du meiner Meinung. Die Leute, die das haben und die das machen und die das durchziehen, bei mir persönlich, denen muss man Respekt geben. Digga, ich gebe jedem Respekt. Ich gebe auch jemandem Respekt, der das nicht hat und das auch trotzdem durchziehen will. Also menschlichen Respekt hat jeder von mir erstmal so. Ne? Menschlichen Respekt ist erstmal für jeden auf jeden Fall am Start so. Aber ich sehe das halt auch als gefährlich, dass es so ein Trend geworden ist und dass Leute auf TikTok damit krass beeinflusst werden und dann irgendwelche Leute, die einfach kurz Identifikationsprobleme haben, was jeder hat in der Jugend, dann anfangen zu denken, dass sie im falschen Körper geboren sind. Du hast recht, Digga, es gibt 0,0 bla 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 Prozent, die halt wirklich zum Beispiel mit zwei Geschlechtsteilen von beiden Geschlechtern geboren werden, so, weißt du, die haben das Problem wirklich. Na, nicht nur das, es gibt auch Leute mit Geschlechtsdysphorie, deren Hirnströme anders funktionieren als deren biologischer Körper, das gibt es. Es gibt Leute, die Denke einer Frau und den Körper eines Mannes haben, das gibt es auch. Das gibt es und das muss man nehmen und das muss man anerkennen. Also es kann halt sein, dass du im Mutterleib schon, ne, wenn du mit Hormonen erstmal ausgestattet wirst, dass dein Gehirn ein bisschen anderen Hormoncocktail kriegt als der Rest von deinem Körper und so. Das sowas kann halt passieren. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit so jemandem. Der hat XXY-Chromosom. Der hat nicht nur X und Y, der hat zwei. Ja, das zwei ist nochmal was anderes, aber ja, gibt's auch. Ja, ja, bei ihm es ist es halt auch so, der fühlt sich irgendwie zu keinem Geschlecht richtig verbunden irgendwie, ist sehr weiblich, weißt du? Und ja, Digga, ich habe gestern einen Talk mit dem gemacht auf jeden Fall. Und kennst ich bin, du Persia X, Leon? Ja, ich glaube schon. Das ist eine Transfrau, die diesen Weg durch hat. Die ist Iranerin, ihre Familie hat mehr oder weniger Filme mit ihr gemacht und so weiter. Und sie hat komplett alle geschlechtsangleichenden OPs gemacht. Dies, das, lebt jetzt als Frau und macht es cool und redet aber auch nicht die ganze Zeit nur darüber. Sie ist halt einfach Hirnaktivität einer Frau, Körper eines Mannes, falscher Körper, gib ihm. Und sie fuckt sich darüber ab. Wie willst du sowas nachweisen, aber? Na, das kannst du medizinisch nachweisen tatsächlich. Du hast ja verschiedene Hirnfunktionalitäten, die so und so laufen. Worauf ich hinaus will, weil ich glaube, da bin ich wieder bei dir. Mhm. Sie sagt, ey, das ist voll der krasse Leidensweg. Ne? Und das sind nicht so viele, wie es gibt. Und sie fuckt sich sogar selber ab über Leute, die sagen, ey, ich bin trans. Und es gibt ja so Transpersonen, die dann Leuten sagen, ey, da und da könnt ihr euren Arzt verarschen, dass er in Medikamente kommt. So, und sie sagt als Transperson, 9 von 10 Personen, die sich als trans identifizieren, sind das nicht. Ja. Fuck mich mal nicht ab, weil ich kriege auf den Sack dafür, dass ihr so eine Scheiße macht. Ja, und dann wird sie gecancelt von der LGBTQ-Community dafür, dass sie sagt, es ist nicht cool, ja, von einem Teil von der Community Tutorials also, zu machen. Die ist jetzt nicht überall verhasst oder so, das aber ist so ein, ganz bestimmte Bubble. So Aljoscha und Finessi und so weiter. Canceln sie, weil sie sagt, es ist nicht cool, euren Arzt anzulügen, weil diese Krankheit was Ernstes ist. Und du kannst nicht, weil du dich nicht wohl mit dir selber fühlst, auf einmal sagen, ich bin trans, um Ausweg zu haben. Und dann wird von Transpersonen eine Transperson gecancelt. Das heißt, die ficken sich gegenseitig, genauso wie die Linken das auch machen. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Battle, das ist ja deren Kampf. Und aber wir können da halt von außen ein bisschen drauf gucken und versuchen zu vermitteln, aber das ist ja, also das ist ja nicht unser Kampf. Nö, wir haben ja nichts zu befürchten. Guck mal, das Ding ist halt, den Leuten muss bewusst sein, wie gefährlich das ist, Digga, weißt du? Wenn du jetzt Warum Kinder, ist das gefährlich und irgendwie flache Erde und so nicht? Weil, ey, Bro, wenn ich jetzt hier. Bruder, ist es eine ernste Frage? Ja, guck mal, du sagst ja, das ist gefährlich, wenn Leute irgendwie die Wissenschaft verändern und man einfach was sagen kann, was für dich 100% klar ist. Weißt du, du sagst,
Für dich ist auf jeden Fall klar, zwei Geschlechter. Digga, lass mich mal, lass mich mal aussprechen. Und für andere, sind andere Sachen völlig klar. Und weißt du, du hast eben noch gesagt, soll jeder alles sagen? Warum ja, alles gut. Ich wollte auf einen ganz anderen Punkt hinaus. Ich wollte sagen, was gefährlich ist, dass so viele Kids und Jugendliche damit gerade beeinflusst werden. Ja, okay. Und da gibt es Menschen, die ihr Geschlecht verändern und dann nicht mehr zurückkommen können davon. Ich finde es gefährlich, dass es so ein krasser Trend geworden ist und dass die Kinder und Jugendlichen damit schon so heftig beeinflusst werden. In den Kitas, in den Kindergärten, in den Schulen etc. pp., auf TikTok, auf YouTube werden ja extra diese Leute auch gepusht, diese Creator, die Transgender sind und die irgendwie was anderes sind als was Normales, in Anführungszeichen so. Und damit werden Kids beeinflusst, die sich eventuell dann geschlechtstechnisch verändern lassen und davon nicht mehr zurückkommen können. Das ist gefährlich, also YouTube und das ist auch gefährlicher, als wenn Keanu sich hinsetzt und sagt, ich weiß nicht, was für eine Form die Erde hat. Dieses in Kindergärten und Schulen und so weiter und so fort, das sind 95%, wenn ich mal raten müsste, wahrscheinlich hast du Ketzer der Neuzeit geguckt, das sind tatsächlich sehr, sehr oft zurechtgedrehte Dinge, also Transagenda in Schulen oder Kindergärten gibt es relativ selten, das sind meistens Lügen, die der Ketzer der Neuzeit erzählt, aber auf TikTok und Instagram, Facebook gebe ich dir absolut recht, grundsätzlich Sexualität hat in der Grundschule nicht so viel verloren. Aber du kannst nicht hingehen und bei Ketzer der Neuzeit dir das angucken und das glauben, dass das so ist, weil viel davon tatsächlich bei einfach zusammengeschnitten und gelogen ist. Warte kurz, lass mich kurz responden auf das, was er gerade gesagt hat. Das wäre geil. Auf jeden Fall will ich nur sagen, dass ich nicht nur bei Ketzer der Neuzeit recherchiere. Meine Hauptquellen sind irgendwelche Ami-Kanäle, so wie Patrick Bad David zum Beispiel, den fühle ich, den ziehe ich mir oft rein. Oder irgendwelche anderen Leute, die halt so einen Content in die Richtung machen, so, weißt du? Was Fakt ist, es gibt keine Trans-Schullesungen in deutschen Schulen. Das gibt es nicht. Ich gehe mit dir. Ich bin bei dir, aber das gibt es nicht. Gab es noch nie, gibt es nicht. Was gab's nicht? In Kindergärten, dass da nicht Trans-Menschen, sondern... Wie nennt man die anderen, die sich nur verkleiden? Drag Queens vorgelesen haben. Die machen abends irgendwo ihre Drag-Show und tagsüber gehen die unter anderem Namen mit anderen Klamotten, gehen sie wohin? Und woher kannst du jetzt sagen, irgendwie, wenn der am Wochenende abends irgendwie irgendwo in bestimmten Kneipen oder so feiern geht, so, da ist jetzt ein schlechter Kindergärtner deswegen. Also bestimmte Musik machen auch nicht, da sage ich doch auch nicht. Ja, aber was haben die vor unseren Kindern verloren? Ich will auch nicht, dass ein Pornodarsteller, der heterosexuell ist, vor meinen Kids vorliest, Bro. Ich auch nicht, okay. Aber wo waren die vor deinen Kindern? Es gibt doch diese Lesungen in den Kitas, da gab es doch diese Lesungen. Welche Lesung? Dass Drag Queens vor Kindern vorgelesen haben, Bro. Ja, aber nicht in Drag, oder? Doch, in Drag. In auch? Okay. Bruff. Aber in Amerika nur. Ich will dich nicht abfacken, Bruder. Ich weiß, welche Lesung du meinst. Das war Xoximochi. Das war eine freiwillige Veranstaltung, wo Eltern ihre Kinder anmelden konnten. Und das war an Halloween. Das war nicht während der gesetzlichen Kindergartenzeit. Das gab es in Amerika ein, zwei Mal. Das weiß ich. Verurteile ich? Ich verurteile das. Ich finde, eine Drag Queen oder eine Transperson oder ein Pornodarsteller oder grundsätzlich jedes Thema von Sexualität hat nichts in einem Kindergarten zu tun. Aber es wird ein Problem aus etwas gemacht, was vielleicht zwei, dreimal passiert ist und viele YouTube-Kanäle, wie eben auch der Ketzer der Neuzeit, stellen das so dar, als wäre das jetzt die neue Agenda, obwohl das gar nicht so ist. Aber es ist so wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen, weil wenn das schon so gerade angeteased wird, dann wird es vielleicht versucht, in Zukunft umzusetzen. Und es wird ja versucht quasi, es gibt ja auch ein Buch, was von Pro Familia quasi empfohlen wird, was in den Schulen auch mittlerweile Einzug finden soll, dass halt Kinder schon mit Sexfragen konfrontiert werden. Und ich sehe das einfach kritisch, weißt du? Ich sehe das einfach nur kritisch. Ein gutes Recht, aber meinst du, das ist so groß? Also wie groß glaubst du, ist das Problem? Ich meine, wenn in Hannover Kindersexspielräume eingeführt werden sollten und erst, wo die Leute darüber berichtet haben, dann quasi ein Aufstand stattgefunden ist, dann sehe ich das schon als ein großes Problem, Bro. Ja, das war ein Kindergarten, der irgendwie geplant hat, den Körpererkundungsraum einzuführen. Und ja, aber wenn das ein Kindergarten gemacht hat... Dass sie das vorhaben und haben gesagt, der Raum wird niemals gebaut, das macht ihr nicht. Aber was ist, wenn... Ja. Keiner was gesagt hätte. Was ist, wenn es mal durchkommt? Was ist, wenn keiner was gesagt hätte? Und dann hätte doch der Kindergarten nebendran und in dem anderen Staat. Ich verstehe, Weiß ich nicht, ob das so gesund ist. Und auch mit dieser, also ich bin sogar kritisch. Was sagt ihr denn zu dieser LGBTQ-Kita? Wo ist die? In Berlin. Ist das die mit Rüdiger Lautmann drin? Ja, der war im Vorstand, ja. Ja, also dass der Typ dabei ist, ist natürlich daneben und ich weiß da zu wenig drüber. Was ist, also kannst du mir kurz zusammenfassen, worum es da geht?
ich sag dir ehrlich, also ich weiß, dass es diese LGBTQ-Kita, die gibt's, so, ne? Die wurde jetzt eröffnet in Berlin. Ich konnte mir die Frage selbst noch nicht beantworten, was das sein soll. Also da sind dann die Erzieher sind homosexuell oder was? Bro, frag mich nicht. Ich weiß nur, dass ein Pädophiler da im Vorstand saß, der dieses Buch auch mitgeschrieben hat, die Lust am Kind mäßig. Und ja, ich weiß aber nicht, was das für ein Kindergarten sein soll. Ich frage mich, ob die Kinder in dem Alter schon schwul sind oder lesbisch oder transsexuell. Wie jetzt? Ich verstehe das nicht. Also ich habe als Kind schon relativ früh erfahren, dass es Schwule gibt, aber halt ne, nicht so bildlich oder so. Weißt du, ein Verwandter hat geheiratet und ich habe meine Mutter gefragt, muss man denn Mädchen heiraten, weil Mädchen sind doof? Und sie hat gesagt, ey, manche Männer heiraten auch Männer, ist alles okay so, aber ne, halt nicht viel weiter. Und wenn ich mein Kind habe, fände ich es auch, wäre mir das egal, ob der Erzieher irgendwie hetero, homo, irgendwas ist, aber ja, der soll halt seine Sexualität einfach nicht mit dem Kind connecten. So. Der kann auch mal irgendwie sagen, hey, das ist mein Freund oder so, alles cool. Kann er denn aber genauso soll das halt kein Hetero machen. Kinder und Sex sollte man irgendwie eine Grenze zwischen machen. Ne? Aber sollte der das deinen Kindern beibringen dürfen? Oder sagen dürfen? Ja, was soll der denen beibringen? Der kann sagen, das ist mein Freund, ich wohne mit dem zusammen und wir haben uns lieb, aber nee, dann halt nicht genauer ins Detail. Dass er sagt, ey, du kannst auch einen Jungen heiraten. Oder findest du, dass du ihm das sagen solltest? Nee, das wäre mir egal, das kann der ruhig machen. Das kann man als Erzieher, finde ich, machen. Also echt, man kann schon, ja? Man kann schon hingehen und sagen, ey, guck mal, wir haben ganz viele Bilder oder Bücher, da sind Heteropaare. Und wenn dann, wie in der Gesellschaft, keine Ahnung, jedes 20. Paar vielleicht auch ein schwules oder ein lesbisches Paar ist, und einem wird das nicht so aufgedrückt, sondern du siehst in einem Buch, okay, da werden 10 Paare vorgestellt und eines von denen ist ein homosexuelles Paar. Das finde ich nicht so schlimm. Ich bin aber bei dem Thema in großen Teilen bei dir. Ich finde, Sexualität hat im Kindergarten und in der Grundschule gar nichts zu suchen. Ich habe nur das Gefühl, dass ein Problem gezeichnet ist, wo gar keins ist, dass dieser Typ damals, der auch ja bei dieser grünen Agenda mit drin war, dass der keine Kindertagesstätte öffnen sollte. Ich bin bei dir, absolut. Ich bin absolut bei dir. Mhm. Aber das Problem von einem Einzelfall auf ganz Deutschland zu beziehen und dann habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, hast du Leute im Chat, die sagen, Deutschland ist so krank geworden. Weil ja, nee, nein, Deutschland ist, was das angeht, nicht krank geworden. Es gibt ein Beispiel, und die Leute beziehen das aber, und das ist dann vielleicht deine Reichweitenverantwortung darauf, okay, es gibt ein Beispiel, dann ist das jetzt in ganz Deutschland so, dass es diese LGBTQ-Kindergärten gibt. Das finde ich halt das, was problematisch ist und wo du dich nicht rausreden kannst mit, ich sag das ja nur, aber ich rufe die Leute nicht auf, sondern die Leute nehmen das, was du sagst, für bare Münze. Und dann musst du halt auch sagen, ja, nee, dieser LGBTQ-Kindergarten war ein Experiment von 20.000 Kindertagesstätten in Deutschland und 1.995 davon. Warte mal ganz machen diese Sexscheiße nicht. Um dich zu unterbrechen, hast du vom Kentler-Experiment schon mal gehört? Nee, bitte klär mich auf. Noch nie gehört Kentler-Experiment? Nein. Vor ungefähr 20 bis 30 Jahren, gab es ein Experiment, wo bewusst Kinder, Jugendliche, die keine Eltern hatten, auf der Straße gelebt haben oder Problemkinder waren, zu Pädophilen gegeben wurden. Ja, ja. Das wurde und aber dieser Typ, nach 20, 30 Jahren oder so, ja. Okay. Und dieser Typ, der dafür maßgeblich verantwortlich war, dieser Helmut Kentler, ne, der ist quasi der Ursprung von dieser ganzen Frühsexualisierung von Kindern, was heute immer noch umgesetzt wird. So. Das stimmt. Und die Grünen haben vor 40 Jahren noch gefordert, dass Sex mit Kindern legal werden soll. Ja, Daniel Cohn-Bendit hat es gemacht. Ne? Du so, das stand im, Grünen, das stand jeder, im Wahlprogramm. Das stand im Wahlprogramm. Mir scheißegal, ob die Mitglieder dahinter stehen oder nicht. Das stand im Wahlprogramm. Aber das sind ja nicht alle. Das sind ja, das aber ja es stand im Wahlprogramm. Also sage ich die Grünen. So, das stand im Wahlprogramm. Da im Wahlprogramm. Es stand im Wahlprogramm. Hundertprozentig. Recherchiere das nach. Es stand im Wahlprogramm. So. Und das sind genau die Leute, die quasi dieses Selbstbestimmungsgesetz heutzutage richtig krass durchdrücken in der Regierung, die Grünen, ne? Und die dafür verantwortlich sind, dass die Kinder immer mehr sexualisiert werden oder dafür stehen und das befürworten. Das sind genau die Leute, die vor 40 Jahren noch gefordert haben, dass Sex mit Kindern legal werden soll. Und ich sage dir, wir müssen bei diesem Thema, gerade wenn du selber Vater bist oder Kinder bekommen möchtest, extrem kritisch sein, weil diese Leute sind immer noch in den Regierungen da. Die sind immer noch da und die versuchen immer noch, das so umzusetzen, wie die es gerne hätten. So. Aber wenn das vor 40 Jahren sind, sind es dann wirklich dieselben Leute? Es ist, meiner Meinung nach ist es immer noch, die Agenda ist nicht gestorben, dadurch, dass die Helmut Kentler einfach gefeuert haben. So. Weißt du, wie viele Menschen damit involviert waren? Das ist crazy, Bro. Und wenn wir sind gar nicht gegeneinander. Ich glaube, jeder von uns dreien, die hier sitzen, sagt, Sexualität im Kindergarten oder whatever und so, das ist alles falsch. Ich glaube, wir gehen nur von einer anderen
Grundlagenhaltung aus, aber wir sind nicht gegeneinander. Ich glaube nur, dass du teilweise, meiner Meinung nach, du kannst es auch anders sehen, dass du teilweise von Einzelfällen auf ein großes Ganzes schließt. Wie du sagst, das stand im Wahlprogramm der Grünen. Und deshalb sind jetzt alle Grünen kontaktschuldig. Habe ich nie gesagt. Doch, hast du gerade gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass alle Grünen kontaktschuldig sind. Es wirkt ja so. Es wirkt ja so. Ja, es kann so wirken, wie es möchte, Digga. Aber wenn ich weiß, dass das mal im Wahlprogramm Teil war, dass die da die Gesetzeslage verändern wollen in die Richtung, dass Menschen, die Gelüste haben, mit Kindern Sex zu haben und das vielleicht sogar durchziehen, nicht krank sind und dass das nicht so krass bestraft werden soll und so, da werde ich hellhörig, weißt du, und das ist nicht so lange her. Verstehe ich, ja, das sollten wir auch alle. Ja. Und man bezeichnet Deutschland als... 40 Jahre später ist die gleiche Partei, wo mal Cohn Bendit drin war, da sind jetzt irgendwelche Leute, die vielleicht noch keine 40 Jahre alt sind. Die sich bis heute nicht distanziert haben. Und die distanzieren sich nicht davon. Die haben sich distanziert, die haben offiziell auch gearbeitet intern. Ja. Intern. Also, auch in der Öffentlichkeit? Definitiv habe ich auf jeden Fall gesehen von Hofreiter und Roth, dass die beide darauf angesprochen wurden und sich beide davon distanziert haben. Das sind Einzelinterviews, die kann ich dir privat mal schicken, die werde ich jetzt auf YouTube nicht finden. Okay. Aber die wurden natürlich auch alle darauf angesprochen und haben gesagt, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. So, ja. Was ja auch klar ist. So, na, darum geht es ja gar nicht. Aber ist euch eigentlich bewusst, dass mit diesem Sex mit Kinderthema, ne, mit diesem Child Trafficking und so, ne, dass das mittlerweile fast die Industrie größer ist als die Drogen, das ist der Drogenmarkt, Bro. Woher ist euch weißt eigentlich du das? Ist euch eigentlich bewusst, dass jeden Tag Kinder jetzt verschwinden? Schwurbeln, glaube ich. Nee, ja, aber woher ist, weißt du das? Ist euch das bewusst, aber habt ihr das auf dem Schirm? In welchem Maßstab ist der Markt größer? In Geld, was da umgesetzt wird? Ja, irgendwie? Ja. Und woher weißt du das? Ich meine, die Information habe ich jetzt aus einem Video auch, ne? Die habe ich nicht selber recherchiert. Da lege ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer. Aber es ist auf jeden Fall so, dass mit diesem Thema extrem viel Geld gemacht wird. Und dass jeden Tag Kinder verschwinden auf der Erde, so. Weißt du? Und das eine Sache das, ist, das wo, man sich, so ein Ding, wo man sich einsetzen muss, so. Weil die meisten Leute finden, das ist ein unangenehmes Thema. Darüber wollen wir nicht reden. Und nein, unsere Regierung, die Menschen haben damit nichts zu tun bei uns in Deutschland und so. Aber es ist halt nun mal so, dass wir noch vor gar nicht so langer Zeit noch ein Paradies waren für Pädophile, Digga. Weißt du? Und dass wir hier in unserem Land die mit einer der softesten Gesetze haben, weltweit, wenn es darum geht, Kinderpornos oder Sex mit Kindern oder diese ganzen Sachen. Es gibt Leute, die werden auf Bewährung freigelassen, die offensichtlich versucht haben, ein Kind zu vergewaltigen. So. Weißt du? Aber das ist so eine Behauptung. Wenn das so stimmt, ist das natürlich schlimm. Aber das ist so ein Ding, ich habe ein Video gesehen und das stellst du jetzt so als Fakt hin. Die Industrie ist größer als die Drogenindustrie. Und ich kann dir sagen, als jemand, der 2 Jahre Drogen verkauft hat und 3 Jahre Hardcore-Abhängiger war, die Drogenindustrie ist sehr groß, Bruder. Ja, und die Kindersexindustrie ist auch extrem groß. Aber woher weißt du das? Weil ich da recherchiert habe und mir genug Sachen reingezogen habe. Ich kann dir nicht die genaue Zahl nennen. Ich kann dir auch nicht sagen, ob das mehr sind als in der Drogenindustrie. Aber du was sagst auf jeden das Fall. Was auf jeden Thema, okay, weißt du? Digga, dann habe ich halt was Falsches gesagt. Ich habe das in dem Video gesehen. Ich kann das nicht hundertprozentig belegen, dass es so ist. Aber Fakt ist, dass die Industrie größer wird. Fakt ist, dass jeden Tag Kinder verschleppt werden. Fakt ist, dass Kinder vergewaltigt werden. Und Fakt ist, dass keiner sich für die stark macht. So. Und dass das überhaupt relativiert wird in der Öffentlichkeit. Und Leute versuchen zu sagen, ja, Bro, aber Drogen ist ja doch... Bruder, Kinder, passiert was, jeden Tag. Keiner macht sich für dich... Also allein schon, dass du als Kinderschänder im Knast wahrscheinlich keine 2 Wochen zu leben hast, das zeigt ja schon, dass die härtesten Kriminellen auf der Welt sich für diese Kinder stark machen. Also keiner macht sich für dich stark. Das sind so Übertreibungen. Wo siehst du diese Themen im Mainstream? Wenn du diese Themen im Mainstream ansprichst, es gibt 2, 3 Leute in Deutschland, die diese Themen im Mainstream ansprechen, aber es gibt nicht viele Leute, die sich für diese Kinder stark machen. Es gibt nicht viele Leute, die Menschen versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Das will das ich Thema einfach ist nur sagen. Doch, da bin ich bei dir. Ey, aber es gibt doch solche Initiativen wie Kein Täter werden und sowas. Also es gibt doch Leute, die sich darum kümmern oder die sich dafür einsetzen. Was würdest du dir denn wünschen? Also du würdest sagen, es muss nicht mehr sein. Scheiß drauf. Was würdest du dir denn wünschen? Was soll man denn machen? Ich würde mir wünschen, dass wir ganz normal über diese Themen reden können, ohne dass es unangenehm ist. Ich würde mir wünschen, dass jeder Bürger diese Themen auf dem Schirm hat. So. Ich würde mir wünschen, dass jeder Bürger in Deutschland das Kendler-Experiment kennt. Ich würde mir wünschen, dass jeder Deutsche weiß, was die Grünen vor nicht allzu langer Zeit gefordert haben. So. Ich würde mir wünschen, dass diese... Dann ist das bewusst auf dem Schirm. Dann können die Eltern aufpassen. Dann ich glaube, wir uns alle um unsere Kinder kümmern. Wissen, dass es Pädophile gibt und dass das scheiße ist. Aber oder? Nicht in dem Ausmaß. Aber was willst du machen, damit alle das wissen? Das ist ja die Frage. Weil dieses, darüber ich würde reden. Wünschen, dass es so ist, dass so AfD-Rhetorik. Nicht so ungut. Ich glaube nicht, dass du AfD darüber reden, Bro. So wie wir es jetzt gerade machen. Das ja, sorgt schon für Bewusstsein. Der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre, dass Menschen das auf dem Schirm haben und vorsichtiger sind einfach. Ich glaube, wir haben tatsächlich alle im Kern irgendwie dieselbe Richtung. Wir sehen nur ein paar Sachen anders.
Ich weiß nicht, ob ihr noch quatschen wollt, aber ich muss mich langsam aus dem Talk zurückziehen. Weil alles ja, gut, ich muss auch aufstehen. Es ist gut. Spät hier. Also mich, guck mal, mich wir wundert, dass ihr bei viele, klar, ne? Das ist, ne, ja, mich wundert, dass ihr das nicht so kritisch seht, so. Weißt du? Natürlich sehe ich das kritisch. Ich überlege halt nur, krass, wie man damit am besten umgeht. Mich zu kritisieren jetzt gerade, dass ich so eine Sachen in der Öffentlichkeit anspreche. Nein, 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 das habe ich nicht. Das ist crazy. Ja, wir haben noch einen eigentlich ganz geilen Talk gehabt. Also ich glaube, in den Kernpunkten waren wir uns einig. Cool. Auf jeden Fall, definitiv. Aber ich finde gerade bei dem Thema so, finde ich, sollten wir mehr auf einer Linie sein. So ein bisschen. Sind wir doch. Wir haben uns nur über die, Leon, wir haben uns nur über die Herangehensweise, glaube ich, waren wir nur streitig. Über die Kernthemen, yeah, dass Sexualität im Kindergarten nichts zu tun hat, dass Pädophile verurteilt und verhaftet gehören. Da sind wir uns alles einig. Nur die Herangehensweise, da haben wir, glaube ich, verschiedene Augenmerke drauf. Aber ich fand den Talk eigentlich relativ geil, relativ gehaltvoll und mit sehr, sehr wenig Negativität. Mhm. Ich glaube halt, eigentlich. Feuer halt, ne? Bei dem Thema ist ein bisschen Feuer drin, auch bei mir. Ja, so, Feuer, ja, ja, da werde ich ein bisschen, werd ich bisschen emotional. So. Jeder sagt doch seinem Kind, das habe ich auch als Kind schon gehört, nicht bei Fremden mitgehen, nicht bei denen ins Auto steigen und sowas. Das sagt man denen ja, das sagt man denen ja nicht ohne Grund. Und alle Leute wissen, dass das gibt, wenn einer öffentlich als pädophil bezeichnet wird, der ist unten durch bei allen. Das hast du ja gesehen mit Edati und Co. Der kann ja nirgendwo mehr einen Fuß reinsetzen und sagen, wer er ist und so. Der ist ja. Alle hassen den ja. Das ist ja, also das ist ja einer der schlimmsten Vorwürfe, den du jemandem machen kannst. Und das ist ja gut so. Das ist ja mit Grund. Deswegen, also keiner wird durch die Welt gehen und einfach denken, er kann ungestraft einfach offen pädophil sein und nichts passiert, sondern du weißt also ja, ich glaube, es gibt, du kriegst richtig auf die Fresse, wenn du das machst. Ich glaube, es gibt Leute, die jetzt gerade in der Regierung sitzen, die mit dem Kendler-Experiment zu tun hatten und die nicht mit 1% Konsequenzen zu rechnen hatten. So. Aber die geben das nicht offen zu, oder? Nee, natürlich ja, nicht. Ja, siehst du, warum nicht? Ne, weil das ist schon gefährlich. Ja, aber die Leute wissen, dass die Leute da involviert waren, aber die haben nicht mit Konsequenzen zu rechnen. Ich glaube, wenn du an einer bestimmten Ebene bist, dann hast du nicht mit Konsequenzen zu rechnen, wenn die Leute über dich irgendwas wissen. Und die Öffentlichkeit weiß Scheißdreck. Ja. Ja. Und ich ja, glaube, wenn man jetzt, wenn alle jetzt. Und ich glaube auch nicht, das reicht, wenn man seinem Kind einfach nur sagt, ja, du sollst nicht mit ins Auto reinsteigen. Ja, okay, aber was ist, wenn diese pädophilen Bande sich bis in Regierungen, Entertainment-Industrie und überall reinstreut so? Und dann vielleicht auch sogar Einfluss auf Kindergärten, Schulen und sich in die LGBTQ-Community halt reinzeckt. Weißt du? So. Ist eine Hypothese, Digga, klar, ist eine Theorie, ist eine Verschwörungstheorie, könnt ihr auch gerne sagen. Setzt mir den Aluhut auf, mir ist scheißegal. Aber es werden immer mehr Sachen rauskommen, weißt du? Ey, Leon, es kommt doch gerade was raus. Nickelodeon und so hast du doch mitbekommen. Epstein, aber der Typ Nickelodeon, P. Diddy und da wird noch mehr kommen. Ja. Die sitzen doch, aber P. Diddy ist doch mit seinem Privatjet weggeflogen und es gibt einen internationalen Haftbefehl gegen den Typen. Aber einer Sache kannst du dir sicher sein, ne? Wenn es eine Epstein Island gibt, dann kannst du dir sicher sein, dass es nicht nur eine gibt, Digga. Ja, natürlich. Eine wurde ich glaube auch nicht, dass er der Einzige war. Ich glaube, das ist der, den man vorgeschickt hat, um zu sagen, jetzt habt ihr ihn. Und aber du musst mal fallen gelassen. Ja. Ich glaube, da waren noch mehr dahinter, ja. Wenn man von zwei Seiten auf eine Sache guckt und ich sage, ich sehe das ein bisschen anders, ich will dir nicht den Aluhut aufsetzen. Du musst nicht gleich in Verteidigungsposition nein, gehen. Nein, Bro. Ich bin ich ich sage nur, Bruder, ich freue mich doch, wenn du mir den Aluhut aufsetzt. Also ich sehe das nicht negativ. Ich, sag, ich das, will dir keinen Aluhut das, aufsetzen. Wenn ich eine Sache so sehe, aber er will dir doch jetzt. Wenn ich eine Sache so sehe, Bruder, und du siehst sie so, hast du keinen Aluhut, sondern wir sehen einfach eine Sache unterschiedlich. Das reicht doch. Nee, ich meine nur, das ist halt eine Verschwörungstheorie. Weißt du? Was ich sage. Ja, magst du sein. Aber wie viele Verschwörungstheorien haben sich schon als richtig rausgestellt und wie viele als falsch? Wer weiß das schon? So. So. Also da bin ich weit, da bin ich viel weiter bei dir, als wenn du irgendwie über Form der Erde, Gravitation irgendwas redest. So, da hast Gravitation, du mich wie kommst du auf Gravitation und Form der Erde? Also kannst du mir ein Beispiel sagen, wo ich jetzt Gravitation oder Form der Erde gesagt habe, dass es nicht so ist, wie es uns gesagt wird? Na, du hast es zumindest so gesagt, ja, wer weiß, vielleicht doch nicht. Und vielleicht kann ja sein, dass es komplett anders ist und so. Also du hast ja schon bei so der Erde angezweifelt. Ja, mit Kianosch, ne? Oder mit dem. Was war mit Kianosch? Was habe ich denn da gesagt in dem Video mit Kianosch? Was habe ich denn da gesagt? Dass du nicht weißt, wie die Erde geformt ist, hast du gesagt. Aber hab ich das gesagt, ja? Nein, Kianosch hat das gesagt und du hast gesagt, ja, okay, safe, Bro. So nee. War es, glaube ich. Nee, Bruder, das sind Falschaussagen, die du hier in den Raum. Siehst du, das macht euer Kollege KuchenTV hat dafür gesorgt, dass ihr das denkt so. Nee, weil der das in den Titel so reingeschrieben. Du hast es dir nicht angeguckt. Natürlich, ich habe letztens mit Kianosch gestreamt, Bro, wenn weil, dir, wenn wir darüber gesprochen hatten. Yeah. Du hast auf jeden Fall dem nicht widersprochen, was Kianosch da gesagt hat. Aber ja, das ich habe hab gelacht, Bruder. Ich habe gelacht. Aber das wirft dir doch keiner vor, dass du denkst, die Erde. Also wenn du denken würdest, dass Bro, die Erde. Aber ich habe das nie irgendwo gesagt, Digi. Das ist Bro, doch das Kranke. Warum bist du denn so sauer? Alles gut, Mann. Ich bin nicht sauer. Ich bin nur manchmal laut. Aber ich bin nicht sauer. Ich bin nicht sauer, Bro. Ich bin nur manchmal so. Es ist lustig für mich.
Ja, der besitzt auch im Kern bei den gleichen Sachen. Im Kern bei den gleichen Sachen. Aber das ich ist doch nicht an der flachen Erde jetzt aufhängen. Ja, aber ich finde das aber so crazy, dass ihr das einfach so in den Raum reinstellt, dass Leon Lovelock sagt, ey, er weiß nicht, was für eine Form die Erde hat. Wenn du meine Videos guckst... Ich habe sogar versucht, Argumente für eine runde Erde zu bringen, so, weil ich, meiner Meinung nach, ist die Erde rund, weißt du? Ich guck mir aber, Scheibe ist ja auch rund, wenn du von oben drauf guckst. Ich guck mir, ich guck mir aber Videos an, Digga, und dann gucke ich mir das an und dann sage ich, ah krass, guck mal, crazy und so. Und ich finde es teilweise, wie die Leute, die sagen, dass die Erde rund ist, wie die auf Leute, die einfach nur sagen, ich weiß nicht, wie die Form der Erde ist, wie die so runterschauen auf die Leute und sagen, guck mal, was für ein Idiot, Digga. Und selber aber gar keine Ahnung oder Beweise oder irgendwelche Argumente haben, so, weißt du? Das sehe ich aber kritisch. Aber runterschauen steckt ja auch das Wort rund. Das soll man nicht vergessen. Ja. Flacherdler gibt es ja auch rund um den Globus. Also das ist ja ein verbreitetes Ding eigentlich. Und nein, aber sollen die halt machen. Ich muss jetzt auf jeden Fall raus, weil ich muss mal in Berlin sein. Aber ich glaube, der Talk war all in all eigentlich positiv, oder? Ja, ich küsse euer Herz, Digga. Aber keine Falschbehauptungen, da bin ich raus. Weißt du, ich habe nie gesagt, dass die Erde flach ist und ich habe das auch nie hinterfragt. So. Nee, was ich nur sagen wollte, es gibt ja verschiedene Arten Verschwörungstheorie. Und wenn du jetzt sagst, irgendwelche Politiker oder reichen Wirtschaftsleute, die führen Dinge im Schilde, die der Öffentlichkeit nicht mitteilen und da stecken ein paar Leute unter einer Decke und die machen da irgendeine Scheiße, da gehe ich voll mit 100 Pro, bin ich mega dabei. Glaube ich auch. Ja, geil. Also nicht alles, aber auf jeden Fall. Also wer richtig viel Macht hat, der wird die missbrauchen, glaube ich. So, da zeigt sich dann oft das wahre Gesicht, ne? Macht, Geld. Ja. Ja. Aber wenn du das mit Verschwörungstheorie meinst, ne, natürlich bin ich nicht bei allen bei, aber ich halte das alles für möglich. Ich finde es auch, also wie gesagt, ich finde es gar nicht schlimm, wenn Leute einfach kritischen Geist haben, versuchen Dinge zu hinterfragen und Theorien aufstellen. Ich finde es schade, dass das so krass verteufelt wird heutzutage, weißt du, dass man das nicht erlaubt ist. Skeptisch sein, alles cool. Ja, finde ich gut. Ich finde es wichtig, dass man kritisch ist, damit man sich nicht, ja, damit man sich einfach informiert und versucht, seine eigene Meinung zu bilden. Das war mal ein Kompliment, wenn du so warst, weißt du? Wenn du ein Querdenker warst, wenn du die ganzen Großen von damals, die wir heute zitieren und so, das waren die sogenannten Querdenker und so. Das waren die. Das waren die Leute, die Theorien aufgestellt haben und die einfach kritisch einfach irgendwas sich erstmal zusammengereimt haben und dann versucht haben, das zu belegen und Theorien aufstellen und so. Das ist ein kritischer Geist. Wenn wir keinen kritischen Geist mehr in der Gesellschaft haben, dann sind wir dumm. Ja. Alles cool. Man kann halt aber auch dann überskeptisch sein, ne? Und dann kannst du halt auch nach hinten gehen. Ja, safe. Leon, ich muss auch nicht. Ich muss an der Stelle jetzt auf jeden Fall eine Reißleine ziehen, weil ich muss morgen 11 Stunden auf der Bühne stehen. Es war ein geiler Talk, Alter. Safe. Wir müssen raus. Mach's gut. Ich küsse euer Herz. Macht's gut, ne? Danke für den Raid. Skeptisch, Bruder, ne? Wir haben dich lieb. Alles nur Spaß, wenn wir mal irgendwie dich ein bisschen veräppelt haben, ist nicht böse gemeint. Alles gut, Mann. Du bist ein guter Typ, glaube ich. Ich hab euch auch lieb. Das glaube ich auch. Macht's gut. Schönen Abend. Ciao. Ciao, ciao. Das war doch mal eine Diskussion, oder nicht? shit, Alter. Aber ey, Bro, wenigstens haben wir miteinander geredet, so, weißt du? Zwischendurch hatte ich das auch das Gefühl, dass sie mich ein bisschen trollen wollen, aber ich hatte auch oft das Gefühl, dass sie auch eigentlich meiner Meinung sind, so, weißt du? So, und dass die Dinge ähnlich sehen wie ich. Bei dem Kinderthema bin ich ein bisschen emotional geworden, das liegt mir auch am Herzen. Was mir dann direkt wieder aufgefallen ist, weil ich eine Sache gesagt habe, wie zum Beispiel, dass die Industrie mit dem Kinderhandel mittlerweile mehr Geld umsetzt als die Drogenindustrie, und das kann ich nicht beweisen, so. Weißt du, wie ich meine? Kann ich nicht beweisen, deswegen, das nehme ich zurück, aber da muss man auch nicht so krass dann, ich verstehe das, aber da muss man dann auch nicht so krass drauf abgehen und sagen, oh, Digga, das, da hat er jetzt was Falsches gesagt, weil das Thema an sich ist halt ein wichtiges Thema, und ich glaube, dass die Industrie und dass das immer größer wird und dass mehr Geld umgesetzt wird und dass immer mehr von dieser Scheiße durchgezogen wird. Und dann bin ich da auch emotional, Digga, weißt du, wie ich meine? So. So. Und dann muss ich mich da auch stark machen, Digga, weil das ist eine Sache, die mir am Herzen liegt, so. Wer setzt sich für die Kids ein, Bro? Die haben keine Lobby. Ja, aber ich fand's trotzdem geil, Digga. Und ich will den Jungs auch nichts Böses, so. Weißt du? Für mich persönlich... es gibt Beweise, Leon. Ja, ich glaube sogar, ich habe recht gehabt, ne? Ich habe das irgendwo gesehen und der Typ, der das gesagt hat, war auch vertrauenswürdig, aber ich habe halt keine Quelle, Digga. Und wenn dann diese Leute kommen, wo ist deine Quelle, dann kann ich halt erstmal nichts vorlegen. Aber ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, es wird mehr Geld umgesetzt mit Kinderhandel heutzutage als mit Drogen. Ey, Bro, ich finde auf jeden Fall, dass es dieser Austausch in den letzten Tagen ist für mich positiv, weißt du? Wenn Leute kommen, die andere Meinung haben und trotzdem
irgendwo eine gewisse Art Respekt zeigen, dann finde ich das geil, dass man miteinander redet, Bro. Ich finde es gut. Ich finde es gut, sage ich dir ehrlich. Ich finde es gut. Wie viel Geld da umgesetzt wird und Promis dies, das. Es kann keine Quelle geben, da keiner die Zahlen. Ja. Ist gar nicht schlimm. Also ich fand das Gespräch auf keinsten negativ. Ich fand es eine gute Sache, Digga. Fühlt sich gut an. Für mich jetzt im Nachhinein. Hayat, ich küsse deine Zirbeldrüse. Danke für deinen Support. Liebe geht raus. Love falls off the realness. Wir sind da. Gang. Mua. Skrrr.